Alter, was geht ab, Leute? Hier? Falls ihr es mitbekommen habt, ich habe 140 Millionen geknackt, 7x Level 40. Checkt auf jeden Fall das Video von gestern ab, da habe ich die 140 Millionen geknackt. Kann ich nur empfehlen. Ich habe da mein ältestes Pokémon, mein erstes Dragon, vertauscht. Mit meinem Lucky Wahn. Auf der Jagd nach einem Lucky Kippok. Ob ich es bekommen habe, seht ihr im Video gestern. Und bevor ich es wieder vergesse, weil ich habe es schon wieder voll oft nicht erwähnt. Falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, könnt ihr gerne ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da lassen. Aber 140 Millionen, 7x Level 40, das heißt, wir haben so eine kleine Tradition, wo wir uns immer die letzte Stufe, das letzte Video anschauen und die Daten, die Statistiken vergleichen. Wann habe ich das Video hochgeladen? 6x Level 40, 120 Millionen. Am 3.12. Das ist ein bisschen länger als 2 Monate her. 2 Monate und eine Woche, also 9 Wochen. Und von 100 Millionen auf 120 Millionen habe ich 4 Monate gebraucht. Habe ich so in den Kommentaren hier gelesen. 20 Millionen EP in 4 Monaten ist langsam. Hong. Am 3.12.2018. Und hier von Jakob. Hong. Doppelpunkt. In 4 Monaten nur 20 Millionen. Ich. Auch seit Tag 1 immer noch nicht Level 40. Tut mir leid, Mann. Aber. Ihr wisst ja Bescheid. In letzter Zeit befasse ich mich mehr mit diesen ganzen High-Level-Spielern, Hardcore-Spielern auf Twitter. Und da ist halt 20 Millionen in 4 Monaten. Also selbst für mich war das wenig. Ziemlich langsam. Jetzt 20 Millionen in 2 Monaten. Ich habe gesagt, 2019 drehe ich wieder ein bisschen auf. Nicht ganz so krass wie 2017. Ich werde wahrscheinlich nie wieder so verrückt, so krass, so süchtig sein wie 2017. Aber ich habe gesagt, 2019 wird auf jeden Fall mehr abgegangen als 2018. Da war einfach fast tote Hose. Und bisher sieht es ganz gut aus. Erstmal hier die EP, damit ihr seht, dass ich überhaupt 140 Millionen geknackt habe. Und nicht einfach nur daher rede. Ah ja, und ich habe ja ein Interview geführt mit Carnifex, der erste deutsche Spieler, der die 300 Millionen EP geknackt hat. Das Video könnt ihr auch gerne abchecken. Also die, das seht ihr glaube ich nicht ganz. Die Arena habe ich jetzt auf Gold, da war sie ganz am Anfang von Silber. Die habe ich jetzt auf Gold. Erste Statistik. Normale Raids. Da ist nicht unbedingt vorangegangen. Ich mache so selten normale Raids. Aber ich habe jetzt 300. Das sind 15 mehr. In 2 Monaten habe ich 15 normale Raids gemacht. Hauptsächlich sowas wie Shinox oder so. Was habe ich sonst noch gemacht? Absol, glaube ich, paar. Aber hauptsächlich Shinox. Weil sonst von den normalen... Ah ja, Kokowai habe ich in letzter Zeit auch gemacht. Alola Kokowai. Da habe ich IV-technisch noch kein gutes. Aber sonst, normale interessieren mich echt kaum noch. Und dann ein paar Solo-Raids natürlich. Okay, Quests. Quests habe ich seitdem um die 900 gemacht. 850. Also fast 1000. 500 pro Monat ungefähr. 1000 in 2 Monaten. Da geht auf jeden Fall viel mehr, aber ich mache eigentlich nur die Quests, die mir gefallen. Viele schmeiße ich auch wieder weg. Ja, schauen wir mal, ob ich da questtechnisch noch ein bisschen aufdrehe. Wie gesagt, ich mache eigentlich echt nur die Quests, die mir gefallen. Es gibt eigentlich voll leichte Quests, die kann man schnell erfüllen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, wirf einen fabelhaften Wurf und du kriegst einen Hyperball, glaube ich, oder sowas. Also solche Hyperball-Geschichten oder allgemein die Ballgeschichten, wo man Bälle als Belohnung bekommt, die schmeiße ich eigentlich direkt wieder weg. Auch wenn sie eigentlich relativ schnell und leicht erfüllbar sind. Dementsprechend die Medaille nicht ganz so hoch. Aber mal schauen, wie es dann beim nächsten Mal aussieht. Vielleicht drehe ich da ein bisschen auf. Wie immer könnt ihr natürlich unten in die Kommentare schreiben, wie viel ihr von jeder Medaille habt und dann ein kleiner Vergleich. Tauschen! Ich lache, denn es war ja das Tauschwochenende, ich bin auf meiner Lucky Jagd. Da habe ich schon eine Menge getauscht. Bin gespannt, ich weiß es selber nicht. Bin sehr, sehr gespannt. Tauschmedaille. Welches ist denn das hier? Ah ja, 1250 ungefähr. Gar nicht so viel. Liegt aber auch natürlich daran, dass ich schon viele Lucky habe. Also früher war es so, ich habe echt jeden Tag das 100er Limit, also 100 ist das Limit am Tag, so oft kann man tauschen. Das habe ich früher immer erreicht. Jetzt brauche ich halt natürlich nicht mehr so viele. Ich tausche, keine Ahnung, 5 Pokémon am Tag oder so. Weil mehr finde ich einfach gar nicht von den Sachen, die mir noch fehlen. Und Sachen, die ich habe, tausche ich generell eigentlich nicht. Wobei natürlich da besteht die Chance auf einen Lucky 100er. Ihr wisst, die Chance ist 1 zu 64. Sprich, es muss erstmal Lucky werden. Und dann, wenn es Lucky ist, hat es eine Chance von 1 zu 64, dass es 100 ist. Nächster Punkt. Beste Freunde, okay. Das ist interessant. Beste Freunde. In den 2 Monaten habe ich 19 neue beste Freunde gemacht. Jetzt, wie gesagt, am C-Day-Wochenende oder am Samstag. Quicker C-Day. Da kommen nochmal eine Menge neue beste Freunde hinzu. Werde dann leider auch ein paar entfernen müssen. Vor allem Leute halt, die ich persönlich nicht kenne, mit denen ich nicht interagiere, nicht tausche, nicht raide. Keine X-Ray-Pässe oder so austausche. Irgendwelche Zuschauer, die mich mal irgendwo geaddet haben. Die müssen leider mal Platz machen für neue Zuschauer. Ich hoffe, das ist verständlich und ich hoffe, das nimmt mir keiner übel. Und ich habe ja bereits schon eine Menge neue Leute geaddet, auch ein paar aus den Kommentaren. Und eine Vielzahl von Leuten auf Facebook, Instagram, Twitter und sowas. Und da wird gerade die nächste Welle an besten Freunden aufgezogen. Langsam gefarmt.
Und dann, wenn sie reif sind, dann werden die EP gepflückt. Saftig. Nächste Medaille. Joggen, das ist auch interessant. Wie viel bin ich in 2 Monaten gegangen? Ist immer noch bei 8000. Ich weiß, ich bin immer noch bei 8000. Das heißt gar nicht mal so viel. Oh, okay, ja. 700 Kilometer. 700, ja. 2 Monate. 2 Monate, das heißt 350 pro Monat. 10 am Tag ist so mein Durchschnitt. Ja, kommt hin, also Standard. Nicht mehr, nicht weniger gegangen. Also echt mein Durchschnitt, mein Tageslimit von 10 Kilometern immer gemacht. Das ist halt echt Standard, was ich immer mache. Gefangene Pokémon, das ist auch sehr interessant. Das ist so eigentlich die... Ups, was ist da passiert? Das ist eigentlich so die zweitwichtigste Statistik. Das, worauf die Leute am meisten achten, abgesehen von EP, ist halt einfach gefangene Pokémon. Ich habe in 2 Monaten 15.000 Pokémon gefangen. Das heißt pro Monat 7.500. Das heißt am Tag 250, was solide ist. Und ja, ich musste dafür den Taschenrechner auspacken. Schon sehr traurig von mir. Dann haben wir die Kampfmedaille. Seitdem mache ich eigentlich jeden Tag Paragen. Ich habe da so meine Route momentan. Ich gehe einfach die U-Bahn-Station entlang. Und da versuche ich langsam ganz München, nicht ganz München, aber so diese Linie bis zur Stadtmitte alles auf Gold zu bringen. Naja, lang drumherum geredet. Gekämpft habe ich jetzt um die 3000. Das war kurz vor 19.000. Jetzt habe ich 22.000. Sprich 3000 Kämpfe, ist das solide? Ich weiß es eigentlich gar nicht. Wie gesagt, schreibt unten in die Kommentare eure Statistik. 22.000, habt ihr mehr, habt ihr weniger? Nächste Medaille ist Radfratz. Ich weiß nicht, ob die so interessant ist. Ja, wie viel habe ich gemacht? 37 mehr. Ja, 37 habe ich gefangen seitdem. Wie gesagt, Radfratz ist nicht mehr so häufig. Ständig ist irgendein Event, wo die Event-Spawns halt dauernd spawnen. Dementsprechend, ich glaube, Pikachu schauen wir uns danach auch an. Ja, Pikachu ist 1400. Ja, 121 habe ich gefangen. 131 habe ich gefangen seitdem. Für die ganzen Pikachu-Events ist das nicht wirklich viel. Ich kenne Leute, die haben 10.000 Pikachu gefangen. Ist natürlich auch cool, die Medaille vorwärts zu bringen, aber Pikachu ist schon schwer zu fangen und leidend und halt so unnötig. Füttern. Da hat sich eine große Sache verändert. Ich hatte früher nie diese Ananaberge verwendet. Die habe ich immer verwendet für Doppelbonbon. Nie verfüttert. Seitdem ich auch die Arena-Tour habe und da versuche, mehr Arenen auf Gold zu bekommen, habe ich angefangen, auch die zu verfüttern. Dementsprechend bin ich gespannt, wie viel mehr ich habe. 7.000 ungefähr, nicht ganz. 6.700 mehr. Kann ich auch nicht einschätzen. Ist das viel, ist das wenig? Ich denke mal schon viel, weil das habe ich jetzt in 2 Monaten gemacht. Und davor hatte ich nur 35.000, 36.000. Das ist ein Sechstel davon. Aber die gelben Bären sollten schon irgendwie ins Gewicht fallen. Jetzt, wo ich mehr verfüttere. An sich drehe ich eigentlich auch mehr Stops jetzt. Dementsprechend sollte jetzt vor allem mit dem Home-Stop, mit dem Stop zu Hause, drehe ich ja öfter an den Stop. Ab und zu mehr Bären. Das sollte auch ein bisschen ins Gewicht fallen. Verteidigung. Ja, was soll ich sagen? Ich bin gelb. Ich wohne in einer Großstadt. Ich hau mich rein. Ich werde gekickt. Manchmal werde ich gekickt. Ich bin noch nicht mal weg von der Arena. 4000 Stunden. Das hat einfach nichts. Das ist echt traurig. Entwickeln. Knapp vor 25.000. Und jetzt habe ich 27.500. Knapp vor 28.000. Ja. Ich muss aber auch sagen, ich habe einfach alles entwickelt. Auch ohne Glücksei, einfach so, um Platz im Beutel zu schaffen. Jetzt während des Events natürlich mit Glücksei Doppel-EP, mit Glücksei vierfach EP, also. Da habe ich auch eine Menge entwickelt. Das ist auch so eine der wenigen Medaillen, wo ich relativ hoch bin, wo ich noch ein bisschen mithalten kann mit den ganzen Überklassen. Dann gebrütet. Seitdem dazwischen war ein krasses Event, wo ich eine Menge gebrütet habe. Das ganze Event durch 9 Inkubatoren. Schauen wir mal, wie sich das hier ausgewirkt hat. Ja, um die 500, 550 sogar. 564, um genau zu sein. Nein, 554, um genau zu sein. 554, um genau zu sein. In 2 Monaten. Wie gesagt, auch da habe ich keinen Bezug. Ist das viel, ist das wenig? Kann ich nicht genau sagen. Ich nehme mal an, dass schon viel ist, weil ich hatte gesamt 2,6, sprich ungefähr 2,5. Sprich, ich habe ein Fünftel von dem gebrütet in 2 Monaten, was ich gesamt in dem ganzen Spiel gebrütet habe. Also an sich ist das, glaube ich, schon eine Menge. Dann Pokestops gedreht. 120.000 hatte ich. Fast genau 120.000. Jetzt habe ich 128.000. 8.000 Stops gedreht. Sprich 4.000 pro Monat. Auch da jetzt der Pokestop zu Hause sollte kleine Auswirkungen auf das nächste Mal haben. Legendäre Raids. 983 hatte ich da. Da habe ich natürlich reingehauen. Kyogre war am Start. Groudon war am Start. Beide waren Shiny am Start. Groudon habe ich 4 Shiny bekommen. Kyogre habe ich kein Shiny bekommen.
1162. Ich könnte das jetzt im Kopf rechnen, aber wozu gibt es einen Taschenrechner? Minus 983. 179 Raids habe ich gemacht in 2 Monaten. Das heißt, durch 60, ich habe ungefähr 3 Raids am Tag gemacht. Was an sich gar nicht so viel ist, wenn man so verteilt. Und was gibt es noch für Statistiken? Ja, die unteren Statistiken, ja, ich weiß nicht, ob wir uns die so genau anschauen müssen. Nicht wirklich, oder? Oh, so, ich drehe mich mal wieder zu euch. Seitdem gibt es natürlich ein paar neue Medaillen. Die haben wir uns... Ups. Muss ich stoppen hier, Hong. Wie gesagt, es gibt jetzt die hier, PvP, aber die fülle ich langsam. Ich mache dann nur meine 3 Kämpfe am Tag für die Belohnung und das war's momentan. Ah, Trainieren ist zurück. Damals gab es noch kein Trainieren. Jetzt ist Trainieren zurück. Ich habe am Anfang versucht, die 5K zu knacken. Ist mir aber dann doch ein bisschen zu monoton geworden. Jetzt mal ja eigentlich auch nur noch einmal am Tag. Manchmal mehr, wenn ich Zeit finde, irgendwann in der U-Bahn oder so, wenn ich nichts zu tun habe. Ja, ich denke, ich versuche da die 5K noch zu knacken. Ja, schauen wir mal, ob ich irgendwann Bock habe, da auf die 10K zu gehen oder sowas. Ist halt nicht genau dasselbe wie damals mit dem Trainieren. Das damalige Trainiersystem hat mir Spaß gemacht. Dementsprechend hatte ich auch so viel. Ich habe hier ja das ganze Gebiet aufgebaut, gelb gemacht, alles Level 10, gelb Argen. Ja, und dadurch wurde die Medaille eben sehr hoch. Und jetzt, mit diesem Trainiersystem gegen den Teamleiter, habe ich nicht wirklich Lust. Ja, schauen wir mal, wie lange ich brauchen werde für 160 Millionen, 8x Level 40. Jetzt, wo ich wieder ein bisschen aktiver bin, sollte das nicht allzu lang dauern. Mein Ziel für dieses Jahr waren ja die 200 Millionen. Wenn es so weitergeht, sieht es eigentlich ganz gut aus. 20 Millionen in 2 Monaten, das heißt pro Monat 10 Millionen. Das heißt, mir fehlen noch 60 Millionen, sind nur 6 Monate, ist ein halbes Jahr. Könnte ich sogar vielleicht vor der nächsten Safari-Zone schaffen. Und dann für dieses Jahr wahrscheinlich sogar noch ein höheres Ziel ansetzen. Aber die 200 Millionen, das ist so mein nächstes größeres Ziel. Schreibt mir in den Kommentaren, wie es bei euch so aussieht. Seid ihr momentan wieder am EP-Grind? Was sind so eure Ziele EP-technisch für die nächste Zeit, für dieses Jahr? Hat euch das Interview mit dem Kollegen Carnifix motiviert, ein bisschen mehr zu grinden? Alles und in Kommentare, aber das war's von mir, Leute. 7x Level 40, mal schauen, wie lange ich brauche für das nächste Video. 8x Level 40. Das war's von mir, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab, vergesst nicht, Pokémon ist serious business.